Es sei schon gesagt, dass wir ein Korrektiv waren, dass wir viel manchen Unsinn und viel manche Geldausgeberei vermieden haben. Wir haben mit viel Kampf in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt, dass die dritte Startbahn nicht weiter verfolgt werden soll. Jetzt stelle man sich vor, das wäre nicht der Fall gewesen. Wir hätten momentan eine Milliardenbaustelle am Flughafen München für eine dritte Startbahn, die auf absehbare Zeit niemand braucht. Das heißt also, wir haben Bayern aufgrund unserer Vorausschau auch vor einem wirtschaftlichen Desaster bei so manchem Großprojekt bewahrt. Warum? Weil der Freie Wähler eben ja noch weiß, was der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist und im Zweifelsfall etwas genauer hinschaut, meine Damen und Herren.